Ihre Nummer? Sie müssen erst eine Wartenummer ziehen. Außer uns ist keiner da. Ziehen Sie eine Nummer und warten Sie, bis Sie aufgerufen werden. Ihr Bruder hat das Erbe ja schon abgelehnt. Hier, seine Nachricht. Er scheint ja ein Scherzkeks zu sein, mein Bruder. Finden Sie das etwa lustig? Seine Verwandtschaft kann man sich leider nicht aussuchen. Jedenfalls bin ich nun hier, weil ich das Erbe antreten werde. Im Testament ist aber eindeutig verfügt, dass Sie das Erbe nur gemeinsam mit Ihrem Bruder antreten können. Nur zusammen mit Emil? Na, außerdem müssen Ihr Bruder und Sie als Zeichen der Versöhnung aus dem Familienhumpen Bruderschaft trinken. Wer hat sich denn diesen Blödsinn ausgedacht? Das ist kein Blödsinn, sondern der letzte Wille Ihrer Tante. Und somit bindend. Und wo soll ich den Kerl jetzt auftreiben, wenn er keinen festen Wohnsitz hat? Wir haben hier eine Anschrift. Name ist die Kommandantur Dwatzet. Konnten Sie das nicht gleich entscheiden? Wir haben alle unsere Zeit nicht gestohlen. Also gut. Sie sind ja nun beide einig. Aber um das Erbe rechtmäßig antreten zu können, müssen Sie erst noch gemeinsam aus dem Familienhumpen trinken. Die gute Tante Vera. Paul, die waren eben am Ende etwas merkwürdig. Ja, Klausel ist Klausel. Da führt kein Weg drum herum. Und zwar bitte zeitnah. Wir können die Interessenten nicht länger an der Nase herumführen. Ja, gut, ist kein Problem. Das verstehe ich jetzt nicht. Emil, was hast du mit dem Familienerbe gemacht? Ich weiß ganz genau, dass er da drin war. Dann trinken wir eben aus einem anderen Humpen. Geht doch ums Prinzip. Hier steht es schwarz auf weiß. Die tschechischen Behörden, Fuzzi, sind ja noch schlimmer als unsere.